Die spannendste Frage heute: Hält mein Knie die Squats aus, die ich im Kopf habe? Siehst du im Video. Bleib dran, viel Spaß, let's go! Moinsen ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Letztes Video ging es ja um den Unterkörpertrainingstag. Ich meine momentan OKUKGK, hatte ich ja erzählt. Und heute geht das um das Unterkörpertraining. Ich habe ja momentan ein bisschen Kniebeschwerden, hatte diesbezüglich auch Kontakt mit Stefan Ort. Da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video zu machen, wenn es in nächster Zeit passt, also mit Stefan the Physio. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass ich trotz der Beschwerden, die ich aktuell habe, weiter beuge und stattdessen versuche die Training. Digga, was ist los? Oh, beautiful! Die Technik zu adaptieren und anzupassen einfach. Wollen wir es mal nicht zu kompliziert hier machen. Und das machen wir jetzt. Das habe ich am Samstag schon probiert und das werde ich jetzt heute auch nochmal probieren. Und ich würde sagen, es geht ins Gym. Diesmal ohne große fancy Edits. So. Ich mache jetzt einfach gleich so mit meinen Fingern schnipsig und dann sind wir nämlich da. So, ich bin nicht nur per Schnips Flohzauber im Gym gelandet, sondern auch direkt umgezogen. Ein Träumchen, ja, wirklich genial. Jetzt steht ein Unterkörpertraining an. Ich mache Kniebeugen, dann Romanian Deadlifts, dann so ein paar Sachen für den Rücken, weil so viel mehr Volumen als das kann mein Knie momentan noch nicht ab und das wollen wir nicht überstrapazieren. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das mal an und später gibt's dann noch ein bisschen Gesabbel dazu. Füchse sind doch gar keine Rudeltiere. Do you think it's meant to be? Cause I feel like letting go. Can I spend some energy? My battery is being low. Do you see with clarity? Gotta tell you I know. What a possibility. Come and listen to us. Nobody is laughing though. When it comes to you and me, nothing is in clean no more. Do we seem like charity? Or seem like anything at all? You got my curiosity. Come and listen close. We can stop all day, but we never see when we're.
in a parody, cause nobody is laughing though. When it comes to you and me, nothing is in clear no more. Und da sind wir auch schon wieder. Das Unterkörpertraining, was ihr da gesehen habt, ist ja mein zweiter Trainingstag und ich wollte jetzt einfach noch so ein paar Sachen dazu sagen, was ich da so gemacht habe und wieso, weshalb, warum. Also, ich habe schon so ein bisschen eben im Gym erklärt. Ich habe ein 5x6 mit 125 Kilo beim Beugen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das theoretisch für mich ein PR ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel Volumen mit dem Gewicht gemacht habe. Ist auch egal, ist mir echt latte. Mein Knie hat ein bisschen dabei rumgezickt. Ich leite jetzt wieder verstärkt über die Hüfte ein. Das habe ich mit Stefan Ort so besprochen. Und ich lasse die Knie nicht mehr so krass nach außen kommen, beziehungsweise ich schiebe sie nicht mehr aktiv so krass nach außen in der Abwärtsbewegung. Ja, gibt es ein paar Gründe für, unter anderem der Grund, wie man natürlich landet, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ist natürlich was anderes, ob man natürlich landet aus einem Sprung oder ob man ein relevantes Gewicht auf dem Rücken hat, ist mir klar, aber ich probiere es jetzt damit aus und ich habe momentan das, also ich merke mein Knie natürlich, es wäre idiotisch zu glauben, dass nur weil ich jetzt einmal im Training was geändert habe, das dann sofort weg ist. Ich tue aber zusätzlich auch noch hier zu Hause jeden Abend was, damit es besser wird. Also ich versuche ein bisschen Spannung aus der Oberschenkelvorderseite zu nehmen. Zusätzlich versuche ich durch Wadenheben hier zu Hause dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Also ich bin da guter Dinge, dass es besser wird. Dann habe ich Romanian Deadlifts gemacht. Zwei Sätze mit 110 Kilo für 10 Reps und einen Satz mit 100 Kilo für 10 Reps. Da bin ich echt richtig schwach, also gefühlt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber gefühlt bin ich da richtig, richtig weak. Aber ist auch egal. Danach mache ich dann tatsächlich nichts mehr, weil erstens, ich sag mal sowas, ja, ich sag mal isoliertes, wie zum Beispiel ein Beinstrecker, ein Beinbeuger, habe ich im Barbell nicht. Und alles weitere, was ich dann dort machen würde, würde halt ja, einfach noch ein relativ großer zusätzlicher Stressor fürs Knie sein. Und ich will jetzt erstmal gucken, dass ich mit dem Volumen, was ich aktuell bewältige, das Knieproblem in den Griff bekommen. So. Was ich aber zusätzlich immer noch machen kann, ist den Rücken ordentlich zu ballern. Da will ich auch eben entsprechend stärker werden, weil ja diese Schulter-Thematik, Rücken-Thematik daher kommt, dass der nicht stark genug ist. Und ja, den habe ich auch schon vorher ordentlich weiter trainiert, weil für starkes Bankdrücken braucht man einen stabilen Rücken. Oder so ähnlich. Aber man kann nie genug Rücken haben, sagte auch schon Bushido. Naja. Man kann nie genug Rücken haben und deswegen wird der immer fleißig geballert. Und da ja im letzten Training keine Curls aufgenommen wurden, dachte ich mir, diesmal mache ich noch welche und nehme sie wieder mit auf, zusätzlich zum Seitheben, weil ihr wisst, Bodybuilding is life. Und ja, das ist im Prinzip schon das Training. Die Facepulls muss ich nächstes Mal mit einem stärkeren Band machen als mit dem roten. Das rote ist zu leicht. Ich habe 5 Sätze a 15 Wiederholungen gemacht. Sieht man, glaube ich, dass es relativ leicht war. Da werde ich dann nächstes Mal das schwarze Band nehmen. Ich glaube, das ist ein Stück dicker. Das ist es schon. Nichts Magisches. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, ich habe schon, bevor ich mich ungefähr ein Jahr lang habe von Pascal coachen lassen, Grüße gehen raus an der Stelle, habe ich auch schon so Programmhopping gemacht und habe damals schon gelernt, dass es eigentlich nichts bringt. Nicht eigentlich, sondern es bringt nichts, so ständig das Programm zu wechseln. Aber momentan fühle ich mich so mit den 3 Tagen, also eigentlich fühle ich mich mit den 3 Tagen gut, aber irgendwie ist so gerade der Unterkörpertag und auch der Ganzkörpertag irgendwie so ein bisschen, ist irgendwie so ein bisschen lost momentan in meinen Augen. Der Oberkörpertag gefällt mir richtig gut, das ist eine richtig geile Mischung aus Drück- und Zugbewegungen und so. Aber der Unterkörper- und der Ganzkörpertag gefallen mir noch nicht so gut. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Ich weiß es aktuell noch nicht. Wenn ihr eine Idee habt, was ich machen soll, an wen ich mich vertrauensvoll wenden kann und darf, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace. For the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Boy, how the flu went out to Spain to be in my domain, automata, bitch.